der letzte Tag vor dem Champions-League-Rückspiel hier in Napoli? Ja, bis zum Aussteigen aus dem Flugzeug sehr positiv, weil dann war das Wetter ziemlich schlecht. Aber sonst sehr gutes Abschlusstraining, Spieler machen sehr positiven, guten Eindruck. Anreise hat alles geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Also ja, bisher ist der Tag sehr gut verlaufen, aber ja, es ist immer in der Regel gut organisiert. Wichtig wird sein, morgen dann ab 21 Uhr bereit zu sein, und die Spieler haben mir heute ein sehr gutes Gefühl gegeben. Was hast du dafür getan, der Mannschaft das im Endeffekt bis Selbstbewusstsein aufzubessern? Ja, ich habe zuerst mal nichts mehr gelesen, weil ich finde, dass die mediale Berichterstattung so negativ ist und die zieht dich runter, sogar mich, unsere Fans eigentlich gar nicht. Ich finde, das ist fast schon so eine groteske Situation, dass unsere Fans, die haben die Mannschaft gefeiert nach dem 0-2 gegen Neapel. So mein Gefühl war, Jungs, Wahnsinn, was ihr leistet für den Club. Wir stehen hinter euch, und wenn du dann danach liest, dann denkst du dir, ja, wir haben das Fußballspielen verlernt. Ich sehe, wie hart die Spieler jeden Tag arbeiten, was sie alles investieren, um erfolgreich zu sein, und darauf konzentrieren wir uns, und ja, das haben auch den Spielern nochmal mitgeteilt. Ich hoffe, die haben es ähnlich gemacht, zumindest haben sie wirklich eine sehr, sehr gute Stimmung verbreitet. Fehlen uns zwei tolle Spieler mit hervorragenden Eigenschaften, aber dann werden andere spielen, die alles, was ihre Qualitäten sind, einbringen werden. Und das, es kann kein einzelner Spieler hier gewinnen. Wir können es nur als Mannschaft auch nicht die erste Elf. Wir brauchen alle Spieler, die dann reinkommen. Wir brauchen den Support, die Vibes von der Bank. Und ja, das werden wir alles morgen in die Waagschale werfen, um ja, diese Möglichkeit, die wir noch sehen, nämlich ins Viertelfinale einzuziehen, dann auch zu nutzen.